Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. So, habe ich denn eigentlich... Ja, den Baumsamen habe ich mit. Das heißt, wir müssen uns eine neue Stelle aussuchen, wo wir ein paar Bäume wachsen lassen. Und ich würde sagen, hier hinten die Stelle sieht noch unbegrünt aus. Hier an dem Raumschiff, da kann ruhig... Da kann ruhig ein paar, können ruhig ein paar Bäume wachsen. So, die bringen ja Sauerstoff, Energie, Pflanzen. So, dann können wir gerne noch eine Rakete in die Luft schießen. Wir müssen mal schauen, wie viel wir von allen Raketen haben. Weil ich habe so viel Triebwerke jetzt. Und eigentlich können wir da ja halt ein paar nach oben ballern in der Luft. Müssen wir mal hier drüben gucken. Informationsraketen, GPS haben wir alles, Karteninformationen haben wir auch. Wir haben vier Pflanzen, wir haben eine Magnetschutz, also eine Magnetfeldschutzrakete brauchen wir auf jeden Fall noch. Eine Saatstreurakete. Okay, dann nehme ich zwei von den Dingern mit. Dann muss ich natürlich wieder einmal schauen gehen, was ich da für diese Luftdruckerhöhung brauche. So, hier haben wir Wärme, hier haben wir Luftdruck. Zwei Superlegierungen und dreimal Silizium. Das ist leicht. Die brauchen wir nicht. Hier haben wir Pflanzen vom Meer oder... Saatstreu. Samen. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich das Moos ausbreitet. Pflanzenrakete brauche ich. Also Silizium, Superlegierung. Also vier Superlegierungen brauche ich. Leimsamen. Baumrinde, Dünger. Leimsamen, Baumrinde, Dünger. So, Baumrinde. Leimsamen. Zweimal Dünger war es, ne? Oder war es einmal Dünger? Ich weiß es nicht. Kann auch nur einmal Dünger gewesen sein. Auf jeden Fall vier Superlegierung. Dreimal Silizium. Und Dünger. Ich glaube, einmal Dünger war das nur, ne? Okay, da jagt man zuerst die Luftdruckrakete nach oben, würde ich sagen. Da müssten ja eigentlich Iridium-Dinger kommen hier, ne? So, die schickt man zuerst hoch. Wo wir jetzt, sagen wir mal, so viel Iridium jetzt nicht brauchen unbedingt. Die Pflanzenrakete schicken wir dann gleich hinterher. Oh. Den haben wir auf jeden Fall erstmal laufen. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir schauen. Das schlägt schon ein. Und auf unsere Basis schlägt es wahrscheinlich auch gleich ein. Dann wir mal gucken gehen. Waren das jetzt Iridium? Ich weiß es gar nicht. Oder waren das diese normalen Dinger, die hier runtergekommen sind? Das sind die normalen, wa? Ne, das ist Iridium, okay. Ja, das ist definitiv Iridium. Aber ich finde halt kein Iridium hier irgendwie. Naja, ist ja gut. Eigentlich müsste Iridium hier irgendwo rumliegen. Aber irgendwie will da nicht. Oder so. Mal hier haben wir. Wow. Okay, ein bisschen Iridium gibt's. Das ist mit ein bisschen mehr gerechnet eigentlich.
Oder das entsteht mit der Zeit noch, dass es halt ein bisschen dauert. Bis die Iridiumklumpen hier rausfallen. Im Wasser war auf jeden Fall noch einer. Egal, komm, wir schicken jetzt die Pflanzenrakete ab da. So. So, da im Wasser ist ja einer gelandet. Und die beiden hier hinten, der dort. Und... Es gibt Fallschaden, nicht gut. Dann muss ich mich auf jeden Fall erstmal heilen. So. Bisschen Iridium und Silizium habe ich eingesammelt. Und Maden. Yeah. So, das haben wir. Das haben wir. Ich bräuchte eigentlich mehr so eine anderen Maden. Dass ich hier noch ein paar Schmetterlinge machen kann. Pflanzen steigt zurzeit auch gerade nicht wirklich. Und Biomasse auch nicht. Tü-tü-tü-tü-tü. Mir noch ein bisschen Iridium. Am besten noch so eine. Da wachsen Bäume. Am besten noch so eine seltene Larve. Das wäre noch viel cooler. Aber irgendwie wollen die nicht so richtig. Aber ist nicht so schlimm. So, warte mal, hier ist noch Iridium. Silizium nehme ich mit. Das andere packe ich hier wieder. Ah, ist aber auch voll. Ist aber auch schon wieder voll. Das kann ich ja eigentlich alles hier... ...troppen. Dann schauen wir gleich mal, was der Schwefel hier macht. Und dann war ja hier hinten noch eine Höhle. So, der Große ist natürlich ein bisschen effektiver, ne? Müssen wir aber nochmal zurück den Schwefel beiseite schaffen. Ich würde schon sagen, wir sind schon langsam hier im Endgame angekommen, aber das dauert halt jetzt alles, um das voranzutreiben. Ihr könnt mir ja gerne Tipps schreiben, wie ich die ganzen Sachen hier schneller nach oben treiben kann. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. So, Brennstab. Lithium ist jetzt auch schon voll hier, na großartig. Und Schwefel ist hier auch voll. Okay, für was brauche ich denn eigentlich Schwefel? Für Schwarzpulver. Halt das hier rein, dann haben wir da noch. Ich müsste auf jeden Fall noch ein paar Algen sammeln. Vielleicht kann ich auch noch so einen Grasstreuer machen. Die sind natürlich effektiver.
Moment, Moment. Ich habe doch hier genug Dünger, Superlegierung, Wasser. Dünger. Superlegierung. Magnesium und Wasser. Brauche ich da nur einmal Wasser dafür? Ja. So ein Algending brauche ich noch. Genau. So, das packen wir mit hier auf den See. Okay. Ah, hier ist noch ein bisschen Iridium. Sehr schön. Das brauche ich zwar, glaube ich, gerade nicht. Iridium brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Und dann kann ich meinen Schwefel ein bisschen... Kann ich meinen Schwefel ein bisschen reduzieren? So, ich habe noch ein bisschen Platz für weitere Algen. Jetzt ist Inventar voll. Na gut. Hier hinten rein. Pilze brauche ich erstmal nicht. Aubergine packe ich hier rein. Algen packe ich hier rein. So, was brauche ich für Dinger? Algen, Aubergine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Schwefel, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und Schwefel. So. Reicht schon. Oh. Bauernhof im Freien. Neuen Bauplan erhalten. Sehr cool. Oh, da brauche ich zwei Bienenlarven dafür. Da brauche ich zwei Bienenlarven dafür. Okay. Zwei Bienenlarven habe ich überhaupt schon. Ich habe keine mehr. Und dann hoffe ich doch, dass ich eine Bienenlarve rauskriege. Hoffe ich einfach. Weil das ist nämlich meine letzte Larve. Falls ich jetzt eine Bienenlarve, kann ich ja auch so einen Bienenstock eigentlich abbauen. Dann kriege ich auf jeden Fall so ein kriege ich auf jeden Fall so eine Larve zurück. Ich habe ja, glaube ich, drei Bienenstöcke, ne? Eins, zwei. Habe ich die denn? Da ist einer. Habe ich nur zwei Bienenstöcke? Ich hätte gedacht, ich habe drei gemacht. Naja, gut, egal. Da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. So, da brauche ich Bohnen, dann kann ich da Honig, dann kann ich hier oder besseres Essen draus machen.
Sehr schön. So. Dann bin ich ja auf die Bienenlarve gespannt. Ja, das ist Baumrinder. Die nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Ja, und ich habe eine Bienenlarve bekommen. Sehr gut. Legen Sie einen Gemüsesamen hinein, um mehrere Gemüsesorten anzubauen. Also ich brauche definitiv noch eine Biene. Okay. Jetzt brauche ich nur noch einmal diesen grünen Dünger. Dann kann ich mir nämlich so einen Außenbeetgarten anlegen. Das möchte ich nämlich gerne machen. So. Also in der Wohnung kann ich den nicht reinpacken. Ich kann den hier echt hier draußen hinpacken. Warte mal, ich habe doch hier meine... Wenn ich den jetzt hier daneben packe... Oh, hier ist gleich eine Larve. Nehme ich mit. Da kann ich einen Samen reinlegen. Okay. So und so. Bienenlarve. So, was lege ich denn dann dort rein? Kürbis. Auberginen, eigentlich Bohnen. Bohnen und Kürbisse. Oder Bohnen und Auberginen. Werde ich da reinpacken. Was war das denn jetzt für eine. War das jetzt eine gemeine Larve? Ja. Ich hoffe doch mal, ich kriege da eine Bienenlarve raus. Dann kann ich mir nämlich nochmal einen Bienenstock machen. So. Jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich nur Bohnensamen drin. Na gut. Der steht irgendwie ein bisschen schief für der Kasten. Ich dachte, ich kann zwei dort reinpacken. Das klappt dann scheinbar doch nicht. So. Was kommt hier rein? Auberginensamen kann ich eigentlich hier reinpacken. Pilze brauche ich jetzt zurzeit nicht. So einen Seidenraupengenerator brauche ich, glaube ich, auch nicht. Weil ich kriege ja genug. Ich könnte ja mal schauen, ob ich hier noch so einen Wasserring kriege. Seewassersammler. Magnesium, Aluminium, Superlegierung. Magnesium. Aluminium, Superlegierung. Und dreimal Bio. Bioklumpen. 1, 2, 3. So. Dann packt man nämlich da noch so einen Sammler hin. Ein bisschen weiter weg, bitte. So, dann haben wir nämlich Wasserprobleme ja überhaupt nicht mehr. Mal, hier fliegt da noch ein Bienending rum. Ne? Hier ist nämlich noch so ein Bienenkorb. Ich wusste doch, dass ich drei Stück habe. Da brauche ich halt so eine seltene Larve. Das ist halt
Die seltenen Larven finde ich irgendwie nicht so richtig. Stoff mache ich aus zweimal Seide. Moment, ich nehme mal hier noch so ein Sauerstoffding mit. So. Ja, mach das. Da ist noch Methan drin, da ist auch noch Methan drin. Dann nehme ich einmal raus, dass die wieder mal fördern. Aber so eine seltene Larve bekomme ich halt irgendwie nicht wirklich. So eine seltene Larve ist halt nicht meins, ne? Eine normale und Schwefel. Und eine normale, da brauche ich Wasser. Drei Stück. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mal Algen. Methan und Schwefel. Da haben wir wieder 4 davon. Bioklumpen haben wir genug. Das reicht. Pilze haben wir ja hier noch. Ich muss gucken, wo ich so eine Pflanzen daher kriege. Nullnusspflanze. Und so eine komische Orema-Pflanze. Die habe ich nämlich absolut noch nicht irgendwo... Habe ich nämlich noch nicht irgendwo gefunden. Ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob die wachsen. Und wir könnten theoretisch gesehen eigentlich mal zu dem Canyon gehen hier hinten. Hier haben wir noch mal Iridium. Da liegt auch noch ein paar Mal Iridium rum. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Wüste hier hinten, das ist ja dieses Battleship, aber das ist ja auch komplett, das ist ja komplett ausgeschlachtet. Guck mal, hier ist so eine Pflanze. Ah. 500 bringt die, okay. Und dann können wir gleich noch fliege ich doch nochmal zurück. Dann hat sich ja der Ausflug hier hinter auf jeden Fall erstmal gelohnt. Ich kann, glaube ich, die anderen Pflanzen bei uns dann halt auch pflücken. Oder? Muss ja, also wenn ich da Blumen habe, müsste ich die ja komplett pflücken können. Gerade hier die roten und die weißen. Ich habe jetzt erstmal hier so eine komische andere gefunden. So, die müsste ich doch auch... Nee, die kann ich nicht. Nee. Baumrinde und was war's noch? Mutagen. Okay, dann erforschen wir halt sowas noch. Ja. So, Baumrinde, Mutagen und dann die Pflanze. Und dann Forschmann. Sehr schön, weil die Bäume haben wir nämlich auch noch nicht. Dann brauche ich aber so einen Baumzüchter. Da brauche ich nochmal Baumrinde. Habe ich ja hier, Gott sei Dank. Dann das Weiße. Super Dünger, Super Legierung. Also Stufe 2 Dünger. Ah, den habe ich noch. Und noch eine normale... Eine normale Petrischale, ne? So, da brauche ich aber Wasser.
Hoffentlich. Da fehlt mir zweimal Wasser. Aber ist ja egal, es reicht ja. Ein so Ding. Okay. Dann in der nächsten Folge eine neue Baumsorte. Die braucht noch ein bisschen. Ich lasse durchlaufen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.